Am Samstagvormittag ist ein 18-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Toyota-Fahrer befuhr die Straße am Hammerwald aus Richtung Wilkau-Haslau kommend. Er hatte die Absicht, nach links in die Lengenfelder Straße einzubiegen. Dabei übersah er den jungen Mann, der die Kreuzung aus Richtung Kainsdorfer Straße überqueren wollte. Dem Mopedfahrer gelang es nicht mehr auszuweichen und er stieß mit dem Toyota zusammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme um die Unfallstelle geleitet.